etwas nicht. Ich decke dich, Bruder. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Hey, willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sefetu brachte ihn um. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Semu. Hallo, mein Freund. Wie kann ich helfen? Immer wieder ein Vergnügen. Die Steuer. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist... verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Einen schönen Tag, Ned. Brauchst du heute vielleicht ein paar Metallarbeiten? Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister? Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sefetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Jeder erzählt eine andere Geschichte über Servus. Ich frage mich, ob einer von ihnen mehr weiß, als er zugibt. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Er ist doch aus einer reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Ich glaube, er wohnt auf Tahakas Anwesen. Yeah.
Ennis Sigiriet. Cheru. Hemotep, Neferuaret. Zaneb. Ja? Du da! Halt! Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt... Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Cephetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Soll das etwa lustig sein?
Spaß. Was gefunden? Hey, was? Tja, bisher nicht. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Irgendwas? Nichts. Hey! Wir machen ihn fertig. An uns kommt keiner vorbei. Hey! Was ist das für ein Spiel? Hast du schon was gefunden? Nein, der verfluchte Servos hat die Papyri so gut versteckt wie sich selbst. Such weiter. Wenn wir ihm etwas nachweisen können, dann wird Cefeto uns belohnen. Und wenn wir nichts finden? Dann erzählst du es, Cefeto. Bei Serapis, er wird nicht erfreut sein. Ich suche weiter. Hey, was? Wer war das? Hey, komm jetzt raus. Hey, was? Thank you.
Hey! Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Cefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Cefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen.